Ladies and Gentlemen, willkommen zum zweiten Video innerhalb von 24 Stunden. Vielleicht habt ihr bereits mein Video gesehen zur aktuellen Aktion von Capture One und dem Pre-Upgrade Sale, in dem ihr euch momentan vergünstigt, bereits jetzt ein Upgrade auf Version 22 kaufen könnt. Und da gab es ein paar Verwirrungen intern und dann bei euch bezüglich des Preises und den prozentualen Rabatten. Leider an dieser Stelle bin ich persönlich dann von dem einen oder anderen auch angefeindet worden. Ich weiß nicht warum. Mir wurde von Capture One erzählt, hey, deine Kunden bekommen 20% auf den Upgrade-Preis, der übrigens jetzt für jede Version gleich ist, egal ob 8, 9, 10, 11, 12 oder 20, das war in der Vergangenheit nicht so, und nochmal zusätzlich 10% durch deinen Code, was für uns 30% ergibt. Was uns Capture One nicht erzählt hat, ist, dass sie vom Kaufpreis bereits 20% abgezogen haben und dann unser Code nochmal 10% gibt, was korrekterweise dann 28% Rabatt gibt. Ja, ich kann mir zwar nicht selber vorstellen, warum man wegen 2% teilweise einen extremen Aufwand macht, mich als Marktschreier bezeichnet oder als quasi einfach nur Verkäufer. Entschuldigung an dieser Stelle, dass man hier all das nur stemmen kann, wenn man hier und da auch etwas verdient. Aber ihr kennt mich, ich bin ehrlich zu euch, deswegen ein neues Video und nochmal jetzt hier alle Informationen. Aktuell könnt ihr, wie schon erwähnt, Capture One ein Upgrade kaufen, sofern ihr bereits eine gültige Lizenz habt, wie gesagt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 oder 21. Und dann zahlt ihr jetzt 20% weniger direkt abgezogen durch Capture One und mit meinem Code C1 Academy noch einmal hiervon 10% rabattiert. Was bei einer Vollversion um die 150 Euro sind und bei einer Markenversion, ich denke, um die 120. Nagelt mich hier bitte nicht fest, alle Angaben ohne Gewähr. Ich kann nichts dafür, wenn Capture One vielleicht spontan sich dazu entschließt, Preise nochmals anzupassen, zu verbilligen oder zu verteuern. Denn ich, und ich sage es nochmal, Leute, bin nicht Capture One. Ich werde in Zukunft bei all diesen Aktionshinweisen Kommentarfunktionen auch ausschalten, denn mich persönlich interessiert es absolut nicht, ob ihr das Upgrade kauft oder nicht, ob euch die neue Version jetzt schon gefällt oder nicht, ob ihr sauer seid, weil ihr noch nicht wisst, was noch genau hinzukommt, denn ich kann es nicht ändern. Ich für meinen Teil versuche, jede Gelegenheit zu nutzen, um bei Alpha-Tests dabei zu sein, um euch später genauestens erklären zu können, was es für neue Funktionen gibt. Ich habe 1,5 Jahre dafür gekämpft, dass die 10% Codes wieder zurückkommen, die Capture One uns weggenommen hat und quasi euch damit etwas weggenommen hat. Also in diesem Sinne bin ich nicht für Capture One, sondern für die Community. Und wenn es dann verboten ist oder böse ist, euch diese Aktionen weiterzugeben oder euch davon zu erzählen, dann bitte ich euch an dieser Stelle von ganzem Herzen, deabonniert diesen Kanal und schreibt nie wieder einen Kommentar. Für alle, die aber dankbar für diese Informationen sind, zu Rabatten, zu irgendwelchen Events oder wie auch immer, freue ich mich, wenn ich das euch an die Hand geben kann. Deswegen, wenn ihr wollt, holt euch jetzt das Angebot Pre-Upgrade auf Version 22 verbilligt mit 20% seitens Capture One und hiervon abgezogen 10% durch meinen Code C1 Academy. Noch ein, zwei kleine Hinweise zum Ablauf. Wenn ihr die ganze Aktion nutzt, bekommt ihr einen neuen Serienschlüssel. Euer alter wird dann ungültig. Ihr geht in Capture One ganz normal rein, deaktiviert dann eure alte Lizenz. Ihr werdet dort aufgefordert und gebt die neue ein. Sobald Capture One 22 auf den Markt kommt, ungefähr im Dezember, wir wissen noch nicht genau wann, werdet ihr diese Version runterladen, erneut euren Lizenzschlüssel eingeben und könnt dann loslegen. Solltet ihr in der Zwischenzeit eure Lizenzen bereits vergeben haben, könnt ihr diese ganz einfach über das Capture One-Konto zurücksetzen und damit Capture One 22 starten. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen eine kleine Info geben. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass wir nicht genau nachgerechnet haben. Wir, also ich und auch andere Partner und viele 30% zu Beginn kommuniziert haben und wir jetzt korrekt bei 28 sind. Bis zum nächsten Video und nochmal der Hinweis für alle, die mir weiter folgen wollen. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare und auf eure Abos. Und für alle, die sich immer wieder angegriffen fühlen, ciao Leute, bis hoffentlich nie wieder. In diesem Sinne, bis dann, euer Philipp. Ciao.